Die Egen kommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier schön auf einem eisigen Stein und habe ein bisschen Angst. Naja, nein, eigentlich nicht. Sind zu viele Barbs, schreibt Hanfi. Oh. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören, weil ich bin ein bisschen nicht zufrieden mit der Beshi und möchte eigentlich auch wieder gerne Schützen spielen. Das werde ich auch machen. Aber ihr wisst vielleicht, ich habe letzte Season einen Barbaren gemacht und war eigentlich richtig froh über ihn, weil er so gut ist, sozusagen für mich einfach geeignet. Und ich werde einen machen, werde ihn aber nicht im Let's Play zeigen. Ich werde vielleicht eventuell auch manchmal ein bisschen farmen in der im Livestream, aber ich möchte ihn einfach so schnell wie möglich nach oben bringen. Ich werde den Schützen zeigen im Let's Play, ich werde den Beshi zeigen im Let's Show, beziehungsweise auch im Let's Play, aber ja, nicht so oft. Und ich möchte einfach mein letztes Geld jetzt hier, das ist nämlich relativ wenig, 6175, investieren für den Barbar. Und die nächsten Sachen dann fürs Farmen. Wahrscheinlich dann halt auch mit dem Baba, aber es ist mir langsam einfach zu nervig. Die Charaktere sind nicht ausbalanciert. Sie sind eher nervig. Ich habe es gestern im Livestream gezeigt. Man kommt einfach nicht nach, alle zu heilen, alle zu schützen, weil sich die Spieler eigentlich selbst in die Hose machen. Sie tun sich selber immer wieder, ja, Kamikaze zu machen und alles mögliche. Jo, deshalb denke ich mal, mache ich doch lieber einen Barbarenschnitzel selber richtig fett. Ich bin ja ein Barbaren-Fan, auch in anderen Spielen. Und so sind wir der offensive Nahkämpfer, der offensivste, am besten immer. Ja. Also, wir haben hier 25, 25. Wieso nur so wenig? 25, 30, das ist jetzt mal der beste. 30, 30. Ja, dann ist es ein Zwerg. Soll ich wirklich einen Zwerg machen? Ja, eigentlich schon, hä? Ja. Muss ich aber Verfassung nehmen. Ich nehme einen großen Zwerg, so einen fetten Zwerg. Okay, ich habe schon wieder fertig. Ich mache nicht mehr einen Papa. Wird ein bisschen schlimmer. Ich will nicht ein Runzelgesicht. Ich will das schöne, blanke. Was ist das? Schwarz, grau. Mehr grün aus. Ja, muss den nehmen. Sieht nicht so schön aus. Aber hat ja nichts Schönes. Oh Gott. Meine Haare sind verfusselt. Hässlich. Nein. Bitte bleib auf der Seite. Ja. Dicke, lange Haare. So. Ist wieder mal toll, wenn man erkältet ist. Tut mir leid für das Problemchen mit meiner Stimme. Sieht nicht so schön aus, aber ich will es dunkel haben. Machen soll es eine andere Farbe bald. So. Drago Basel. Ah, so habe ich ja schon. Hm. Ich mache einfach wie LOL Let's Play. Naja,
Es werden noch mehr Leute auf mich losgehen, so. Soll ich's machen? Mir gefällt ihn auch nicht. Ist einfach zu falsch, die Farbe. Was soll ich denn nehmen? Drago 2 Basel. Ey, so geht's ja auch nicht. Läuft bei mir. Ja, geht nicht. Ich kann keinen Charakter erstellen. Geht nicht. Drago Basler. Tja. Okay, wir machen keinen Baba. Fertig. Dieses Gesause mit diesem Charakternamen. Hätte ja mal gar nicht. Ja, also. Immerhin. Jetzt eh gedacht, ist halt zu lang. Aber gibt ja keine gute Auswahl. Sehr nervig. Also wir werden als Rati kein Pferd nehmen. Wir werden... Was heißt 2500. Wo ist der Wolf? Was ist so viel? Die Spinnen, die NGT Studios. Und wo hat es böse Sachen? Muss ich wirklich auch den Helion kaufen? Ich nehme doch diesen Gockel. Rutan. Hey, ist ja nervig. Naja. Ich kaufe nichts. Ich werde nichts mehr kaufen. Der Shop ist mir ein bisschen zu kacke. Also, verschiedenes Haarfarbe, gewöhnliche Haarfarbe. Exotische Farbe. Sind gewöhnliche normale Haarfarben, die man schon auswählen kann in der Charakterentwicklung? Oder sind das auch schwarz oder so? Weil exotische ist, glaube ich, nur diese, wo man sieht. Das ist, glaube ich, orange. Ja, nicht mal orange, glaube ich. Utgers können hier nur, hiermit nur ihren Bart färben. Sie haben ja gar keine Haare. Gibt es da bestimmte Bärte? Da sieht man es noch braun. Ah, braun wird zu lila oder grün. Ich werde es jetzt einfach holen, oder? Ich werde eigentlich exotisch nehmen, oder? Ich habe ja sowieso das Geld schon auf dem Konto. Ah, ja. Ja, aber gibt's keine andere Bartform? Das ist wirklich auch nicht anders. Man muss so aussehen. Ist das hässlich. Ist ja böse, hey. Ich werde eine exotische Bartfarbe nehmen. Kann ich aber nicht kaufen. Ah doch, ich kann es kaufen. Ja, ich kann es kaufen.
Was wollte ich noch nehmen? Ein Reittier, hä? Ein Begleiter, meine ich. Schildkröte? Da. Ja, ich kann es nicht mehr kaufen, aber nehme ich das nächstes dann. Ich will jetzt noch nicht cheaten. Voll das Gecheate. Nein, meine Xyberin! Sie sind weg! Blau. Ich nehme Rot. Ich bin der rote Baba. Boah. Sieht schon schön aus. Das gab es ja in der Charakterentwicklung, nicht? Soll ich grün nehmen? Das sind alles so hässliche Farben. Es ist nichts richtig Cooles dabei. Blond? Soll ich blond nehmen? Grün! Ich bin der grüne Ritter. Grüner Papa. Ich hab's extra gesagt. So sieht auch gut aus. So. Irgendwie nehme ich rot. Weil die Roten ja immer so ein bisschen negativ in der Kritik sind, obwohl sie einfach nur rote Haare haben. Also bitte. Ich verschwende mein Geld. Das sieht gut aus. Ich lasse das so. Nein, natürlich nicht. Okay, weiter geht's. Sieht doch viel besser aus. Man muss sich nur ein bisschen anpassen. Ich werde sowieso rote Rüstungen nehmen. Ist das leicht wieder? Wer hat da die Kisten aufgemacht? Hey, ich werde sterben. Nein, nein. Sie werden angreifen. Hilfe. Da renne ich mich wie an Herr der Ringe. Ihr könnt nicht vorbei. Flieht, ihr Narren. Ich habe nicht genügend Beine. Ist mir doch egal, ich überlebe trotzdem. So. Okay, dieses Let's Play wird ein bisschen verzögert wegen dem Ausruhen, aber böse Goblins. Gib ihn mir, der Schatz. Okay, Monsterschreck und Goblin besiegen in den ersten Sekunden nach dem Haare färben. Das geht mal gar nicht. Jetzt muss ich meine Haare wieder färben. Ich habe Blut in meinen Haaren. Jetzt sind sie so knallrot geworden. Ja, träume ich ein bisschen vom Barbarenleben. Ja, ich bin Barbar, ein Wikinger, so richtig, so. Ein Seebandit. Ich bin der fette Papa. Und jetzt schlage ich noch ein paar Goblins. So. What? Hab ich doch gemacht? Ja, jetzt plötzlich. Vorher ist es nicht gegangen. Gut. Weg da. Boah, ein Level für eine Quest. Bravo. Sehr gut. Ich glaube, ich werde diese Animation nie mögen. Aber naja. Okay, hier hin. Und dann müssen wir irgendwo hier hin. Noch nicht zurück. What? Ist einfach nicht sichtbar. Ist doch oben. Hä, gibt's die Quest nicht mehr beim Krieger? Ich dachte, beim Schützen war hier noch eine Quest hier rüber zu dem. Keine Ahnung. Da unten haben wir auch nichts. Nö. Ja gut, ich will aufs Schiff wieder zurück.
Schön wegsegeln. Ist hier kein Dungeon? Ist nicht normal. Bau die Stadtnamen. Ja, natürlich. Schneebällchen töten. Das geht nicht. Ich werde das verhindern. Ja, ich hab mein Schwert gar noch nicht gezogen, als der Schaden schon gemacht wurde. Das ist nicht akzeptabel realistisch gemacht, liebes Endgerichtstudio. Das wird Konsequenzen haben. Ich kaufe euch. Erst kürzlich wurde ein Schweizer Modegeschäft, das Vögele Modegeschäft, gekauft von Italienern. Die haben auch einfach gesagt, ja, jetzt kaufe ich euch und dann, ja, werde ich euch wieder zu Ruhm und Ehre bringen mit auch drei Buchstaben. NGD? Nein. Passt nicht so gut, aber... Ist wahrscheinlich das genau gleiche, wird wahrscheinlich auch scheitern wie Regnum, aber naja. Das sind so manche Konsequenzen, was Leute mit zu wenig Hirn einfach machen. Sie kaufen Sachen und werden dann bettelarm sein. Ja, leider. Ich habe nur keine Reite, das geht nicht. Ich habe Mist gekauft. Richtig gehender Mist. Ich habe einfach mal Haarfarbe und Barthaare gekauft. Barthaare. Stellt euch mal vor, ich habe mega teure Barthaare gekauft. Das ist mir zuwider. Ich werde jetzt kein Barbar mehr, sondern Modedarsteller. Ob es euch einfach... nervt oder nicht, es ist mir egal. Ich werde jetzt Modedarsteller. Ich gehe in ein Modelabel. Und ich suche immer meine Leute zusammen. Das ist noch schwer. Mit einem Modelabel kann man einfach die Leute zu einem beordnen. Und dieses Spiel mag einfach keine Modeleute. Ach Mann, oh du Schwert, das du nervst. Immer diese Waffen holen. Da, so gut versteckt. Gib mir ein Level. Nee. Glaub's ja nicht. Wieso Initiationsschwert heißt das irgendwie Anfänger? Gut, dann kauf mir ein Kurzschwert. ich möchte aber nicht zum Waffenschmied, ich möchte hier zum Kriegertrainer. Zurücksetzen. 30 Euro, das ist viel zu teuer. Ich muss doch meine Haare noch färben. Ja, ich hab mal ein Problem als Modedarsteller. Als Model. Aber ich sage nicht gerne Model, das ist so weiblich. Und jetzt greifen wir mal die anderen Modedarsteller an. Schaut, wie hässlich sie sind. Sie sind links hier an diesen... Sie sind aufgespießt auf ihren Stümpelchen. So geht das. So schlägt man. Ach ja, jetzt habe ich eine neue Stimme geholt. Für 4 Millionen Euro habe ich mir die Stimme ändern lassen. Bin ich so glücklich. Boah, mir ist immer noch dieser Kauf im Nacken. Ich kann doch nicht so etwas kaufen und dann noch daneben treffen. Das geht nicht. Los jetzt. Ich kriege immer zweimal, weil ich nichts warten will. Nur bei höchster Konzentration in der Fassung werde ich nicht zweimal klicken. Ich werde es einfach machen. Ich werde dich jetzt Grund und Boden treten, du kleines Model.
Los! Okay. Das Spiel hat Marken. Jetzt mach! Ich will aber! Mann, er regnetiert dich jetzt endlich. Jetzt aber. Er wartet immer! Der hat weniger Konzentration als ich gestern im Livestream. Musste ich ein ganzes Fort beschützen, weil die Blöden immer getrennt wurden. Jetzt! Boah, die sind schon heftig. Gut, dann geht's weiter. Wieso bleibst du stehen, wenn ich geradeaus laufe? Oder beziehungsweise die Kamera drehe? Naja. Schneider, gib mir ein Hemd, ich bin nackig. Ja, du hast nur Magierhemd. So, fertig. Habe machen fertig. Der schlimmste Trainer hat unentschieden gemacht. Lucien Favre. Sorry für die Borussia Dortmund-Fan, aber jetzt ist er ja in Nice, also Nizza. Und hat wieder nur unentschieden gemacht. Werde ich noch nicht holen. Weil ja, Balotelli eine gelb-rote Karte geholt hat, weil er das Hemd ausgezogen hat, das Trikot ausgezogen hat, ganz nackig. Und ja, ach, diesen Fisch, ich mag den, mehr als Balotelli. Eindeutig. Jetzt machen wir mal ein paar Level, hä? Weil das, diese Quest ist hier Level, ich glaube nur Level 10 oder so, sogar nur Level 5 limitiert. Was habe ich jetzt genau angezogen? Mal schauen. Irgendwie nur Armschützen. Hallo? Fellbrustpanzer, also... Was fehlt denn bei dir? Scheinbar nur den Skin. Okay. Hier hat es meistens Schätze, die leichter sind. Auf der linken Seite hat es keine Schätze, die... Wie weit habe ich das? Was? Zeigt es nicht an? Geht's noch? Gib mir jetzt mal einen Schatz. 401. Ah, am ersten Mal wegen der Quest gibt es keine Belohnung. Okay. Nehme ich ein bisschen Goldmünzen mit und dann gehe ich zurück. Ja, ja. Heute Abend wieder Regnum im Stream. Ich denke auch wieder ab 8 Uhr. Es kann ein bisschen später werden, weil ich ja recht beschäftigt bin bei Minecraft. Und jo, muss dann noch schauen, dass ich Path of Exile aufnehmen kann, aber das um 22 Uhr, weil das hat richtig Spaß gestern gemacht. Unbedingt anschauen, die Action mögen. Es ist ja eigentlich Regnum mit mehr Action, ohne andere Leute, die nerven, wenn man sie nicht einladet. So. Ja, ich denke, das ist genügend Geld, hä? Dann holen wir uns ein Modelabel und ein bisschen Schminke und legen los. Da hat es ja noch zwei Schätze. Nehmen wir die. Geh mal weg, Schwert. Drei sogar. Cool. Ich werde steinreich. Ich bin ein Zwerg und werde steinreich. Passt doch irgendwie. Nehmen wir noch die Kiste dort, die modrige alte Kiste. Junge Goblin. Ich wette, die geben mehr Loot. Das war jetzt ein Ausgewachsener, aber der hat ja keine Chance gegen mich. Ja genau, tritt ihn noch nach.
Oh, Level Up. Das gibt's ja nicht. Das ist heftig. Absolut heftig. Nehmen wir noch Schätze mit. Ich habe ja Zeit, aber... nicht gerade viel. Boah, Erfahrungsbonus lässt noch. Gibt's doch nicht. Gehen wir mal zu dem Leech. Werden wahrscheinlich sterben. Nicht? Der greift uns nicht an. Gut. Nehmen wir noch mehr Schätze mit. Ich bin ja ein Zwerg. Ich bin ja Gimli, der hat ja auch immer wieder Probleme mit Schätzen. Ich muss jetzt wieder zurück. Wollte mit dem Pferd satteln, aber habe es nicht. Muss einen Wolf nehmen. Wenn die Quests dann raus aus dem Dorf führen, werde ich dann das Pferd, den Wolf nehmen. Aber nur eine Woche. Das ist so böse. Ein Schatz! Zwei Flose. Zwei Baumstämme. Drei Zelte. Und ein kleines Zelt. Weil man nicht mal runter kann. Hey. Das Spiel ist unrealistisch. Ich werde es nicht mehr spielen. Ja, Novolim hat leider auch schon wieder aufgehört. War ja klar. Aber es ist nun mal so, wenn man nicht viel Zeit hat, dann muss man Prioritäten setzen. Scheinbar hat er Priorität gegen Regnum gesetzt. Mano, wo ist jetzt dieser? Da innen. Das ist der Bogner. Gib mir einen Helm. 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 Nehme ich die mal an. Nehme ich die noch nicht an. Hey, Barkeeper, wo ist der Händler für meinen Helm? Du bist der Händler. Wusste ich's doch. Nicht. Was so teuer? Erster Kauf. Ich hab null Münz. Ah, doch. Hat einfach nicht angezeigt richtig. Jetzt zeigt's richtiger. So, nein, hey. Du auch. 20. 20 plus 1. Gut. Bekommen wir wahrscheinlich von den Quests über, aber ich will doch jetzt schon einen schönen Helm. Oh. Ich bin Monsieur Bartley. Ich habe einen Bart, so schön wie die Sonne. Nein, beziehungsweise das Blut, so schön wie das Blut. Und habe einen Wolfshelm. Und sehe nix. Ja. Gut. Okay, wie es weitergeht, seht ihr dann in den nächsten Parts. Ich werde eben meist leveln. Off-Top, also Off-Video. Und werde dann immer wieder Ausschnitte zeigen von diesem Charakter. Aber werde hauptsächlich jetzt wieder schützen, leveln und so. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Oh, ist das schön. Bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.